Herzlich willkommen zurück zu One Piece Unlimited Cruise 2. Wir haben uns beim letzten Mal bis zum zweiten Boss dieser Insel vorgekämpft. Problem war nun mal wieder, wir haben keine Materialien, plus ich muss an der Angelstelle angeln gehen. Weil ich zwei Fische brauche, um den Stein zu aktivieren. Und ich brauche natürlich wie immer irgendwas zum Aufpowern von Gabris Fähigkeiten, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Aber muss, das muss. Derzeit levelt einfach noch ein paar Angriffe. Zorro outmaxen. Und sowas. Oh ja, und ich muss ganz dringend diese Abkürzung bauen, weil die werden bestimmt noch wichtig. Ich will oben die Brücke war da. Moment, kann man die von hier schon sehen? Ich glaube nicht. Nee, sind im Stein. Auf jeden Fall, oben gab es ja eine Brücke und eine Leiter, die ich nicht bauen wollte. Aber ich denke mal, das nehme ich jetzt in Angriff. Weil vielleicht ist in der Kiste ja doch irgendwas Praktisches. Ja, mal sehen. Ich erspare, glaube ich, das Farming-Zeug hier und du cut direkt zu den spannenden Momenten. Wichtig, goldener Käfer, den brauche ich. Die goldene Fähigkeit, Mann, ich habe so ein Trauma von der. Ich hätte fast den Staubsauger gezückt. Das wäre aber auch eigentlich witzig, wenn man die so fangen könnte. Einfach mit dem Staubsauger reinsaugen. Jawohl. Einen süßen Saft nehme ich auch noch mit. Lohnt sich doch. Ja, das nervt, dass die hier die ganze Zeit diese Steine kaputt machen. Und die Büsche. Ich brauche das Zeug davon. Hat der denn den Raketenwerfer? Hallihallo. Ey, der wollte gerade was malen. Ey, das ist ja krass. Der benutzt diese Fähigkeit von diesem Girl. Warte mal, muss ich nochmal sehen. Stimmt, generell merke ich gerade, generell alle Angriffe von denen sind basiert auf Sachen, die man im Anime mal gesehen hat. Da, das ist von, ich weiß nicht, Miss Valentine oder wie die hieß, habe ich vergessen. Das kleine Girl mit der Maltafel. Das war, wie hieß er denn? Von Water 7, die man, ey, das ist ja mega cool. Dann hatte der Typ, dieser grüne Typ hatte eben noch diese, ich weiß nicht mehr wie er hieß, auf dem Barati, dieser, ich würde es mal als rechte Hand von Don Creek bezeichnen, der da komplett ausgehungert hinkam. Namen habe ich vergessen. Oh. Nee, wie hieß denn nochmal der aus der Insel, wo Zorro war? Boah, ich hab's nicht mit Namen, sehr ehrlich. Captain Morgan, so hieß der. Hat er eben die Axt von dem benutzt. Das ist cool. Warum haben die eigentlich so viel Leben? Wie viel Leben? Hallo? Stirb! Was? Das ist ja faszinierend. Naja, okay, dann scheiß drauf. Perfekt. Aber ein goldenes. Ja, obwohl ich habe einen Käfer noch auf Reserve. Bauen war. Lohnt sich. Zack, 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 zack. Bam, bam. Yeah. Eine schöne Brücke. Jetzt muss ich nicht diesen ganzen Weg durch die Höhle nehmen. Oh, was ist denn da? Stimmt, die gibt's ja auch noch. Die verwandeln sich in sich selbst, hä? Und runter mit dir. Ich werde one-shotten. Kein Problem. Oh, da unten sehe ich schon wieder Nektar ohne Ende. Da ist wieder so ein fetter Käfer. Ich habe vergessen, wie du heißt. Aber Atlaskäfer. Oh, scheiße. Ich hatte gerade kein Fallgefühl im Daumen. Oh, war ich hier schon? Oh, hier war ich noch gar nicht. Cool. Noch ein Diamantfragment. Alles wichtig. Die war hier, ne? Jawohl.
Kann ich bauen. Käfer, rein damit. Ich hoffe, ich brauche für den Boss kein goldenes Zeug. Das würde mich brechen. Weh, das lohnt sich nicht. Ich habe jetzt gerade meine goldene Fähigkeit dafür verschwendet. Hier muss jetzt was Bombastisches drin sein. Sei nicht sauer. Oh, Fruchtsalat. Aber hat es sich dafür jetzt gelohnt, meine goldene Fähigkeit zu benutzen, um was anderes Goldenes zurückzubekommen? Boah, weiß ich jetzt nicht. Oh ne, der schon wieder. Komm her, Gaimon. Ich mach dich kalt, Junge. Hulisch. Nichts gedroppt. Schade. Ach, Digga, diese Lücke, Mann. Warte, was? Habe ich gerade so viel Schaden bekommen, weil ich durch die Lücke gefallen bin? Unglaublich. Ah, das ist nicht wahr. Genau hier in die Mitte bin ich reingefallen. Ja, super. Ich glaube, ich gehe vorher mal kurz abchecken, was das alles benötigt. Damit ich mich schon mal mental darauf vorbereiten kann. Wo war denn das Ding nochmal? Ist nicht hier vorne? War er da? Oh, es braucht keine goldene Kraft. Jawoll. Ein Sonnenfisch und eine Muschel. Okay, also beziehungsweise zwei Muscheln. Das ist ja ganz easy. Kann ich gut mit leben. Ist da irgendwas? Sieht aus, als würde da was sitzen auf einer Blume, aber ich glaube, das sind nur die Lichteffekte. Ey, wenn ihr mich jetzt abfuckt, ne? Ich will einfach nur in Ruhe angeln. Mach keine Faxen. Sehr schön, die spawnt. Hä, Moment mal. Hier geht's ja auch noch lang. Hier war ich beim letzten Mal nicht, das weiß ich. Hier ist die Kiste. Ich vertrau. Oh, ist mehr als eine Kiste. Oh nö, nicht verwandeln, nicht alle. Nein. Bleibt schön in eurer Kackgestalt. Wie viele? Hallo, ist so gut. Stirb. Lohnt jetzt nicht, meinen Kampfrosch zu opfern. Hallo? Hör doch zu spawnen! Was haben wir hier Schönes? Nochmal? Diamantfragment, sehr gut. Ich kann mein Glück mal versuchen. Man weiß ja nie. Ob hier irgendwo eine Kiste versteckt ist. Aber ich bezweifle das irgendwie. Schade. Jetzt aber Angelspaß. Das sieht sehr leer aus hier vor mir. Das weite Nichts. Na, kommt mal her, Fischis. Oh. Direkt was Dickes dran. Obwohl, so dick kann es nicht sein. Es zieht fast gar nicht. Aber für eine Muschel ist es zu stark. Ist bestimmt dieser Sonnenfisch. Oder wieder dieser Ballon. Nee, der Eisson. Der hässliche. Eissonnenfisch. Von dem brauchte ich einen. Jetzt brauche ich noch zwei Muscheln. Dann soll ich vielleicht nicht so weit auswerfen. Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst bei Sanji, ob ich was kochen kann aus den Fischen, die ich hier fangen kann. Ich glaube aber nicht. Mal gucken. Hehe. Er sieht mit Stürmer noch so viel cooler aus. Das finde ich immer noch ein bisschen besser, wenn hier im Wasser so kleine Fischpartikel rumschwimmen würden. Damit das Wasser ein bisschen lebhafter aussieht.
der Sunny kann ich es ja verstehen, dass das nicht gemacht wurde. Guckst ja von richtig weit oben runter, aber hier? Ein Eishornfisch, 100%. Boah, puh, ist der fett. Kein neuer Rekord. Was? Der war riesig. Das ist eine Muschel, definitiv. Das geht so schön schnell, wenn du so einfache Sachen fangen musst. Du kannst einfach ganz nah nicht ran. Wenn es anbeißt, schnell ziehen. 1, 2, 3, 4 und zack ist das Ding bei dir. Oh, der Reif war gut. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob ich 2 oder 3 schon habe. Oh, ist glaube ich keine Muschel. Doch. Sehr schön. So, neuer Rekord. Okay, Abfahrt. Der erste, nee, der zweite Boss auf dieser Insel. Dann zeig mal. Ah, habe ich das Zeug? Kokosnüsse. Rein damit. Ich habe das Zeug. Sehr schön. Ich bin ziemlich weit weg von der Pflanze. Was passiert denn jetzt? Okay, Wasser. Vielleicht kommt dieses, was auch immer, das ist da hoch. Wahrscheinlich. Ich frage mich auch, was jetzt kommt. Wie random? Oh, wow. Oh, das ist ja riesig. Es sieht mehr aus wie ein Dino als ein Seekönig oder sowas. Dem kann ich jetzt rumlaufen? Das wäre cool. Warte mal. Jetzt schallert schon wieder bei mir im Kopf. War hier nicht irgendwo eine Kiste und im Maul? Ich muss glaube ich damit warten, bis ich ein paar Anhaltspunkte habe. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich von hier rüber oder was? Oh, ich lebe noch. Boing. Kann ich nicht rüberspringen und Sparavan sagt nein. Ich hatte den langen Weg. Und das Zeug nehme ich noch mit. Dann lässt man nicht liegen. Pustblumen. Ästhetisch aus. Nee, nicht anvisieren, ich will das Ding angucken. Ich will drauf. Da oben ist, da wartet doch bestimmt was auf mich, wenn ich hier hoch darf. Das glaube ich nicht. Als ob. Wie kannst du nicht einfach nur zur Deko hochgehen? Müsste irgendwas sein. Als ob. Ich fasse es nicht. Jetzt kann ich den aufgebauten Frust an den ablassen. So, komm mal her. Ich bin ready. Ein oder zwei, ein oder zwei, ein oder zwei. Wir sind zwei. Eigentlich gar keinen Sinn, dass sie schon so früh im Spiel sind. Das wird denen nicht gerecht. Boah. Hey, nicht schlecht.
Das sah ein bisschen goofy aus, aber boah. Cool. Aber war das wirklich Mihawks japanische Stimme? Ich habe, was das angeht, mal ein paar Recherchen angestellt. Also ich habe herausgefunden, dass Mihawk im am Anfang von der Serie so klingt. Und dann später hat er sich so angehört. Ich glaube, nach dem Timeskip wurde er gewechselt oder so. Und dann hat er seine Stimme auch viel tiefer bekommen, so wie ich es in Erinnerung hatte. Deswegen hat mich das so ein bisschen verwirrt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber genug davon und zurück zum Video. Das ist doch nicht seine japanische Stimme, oder? Die ist viel zu hoch. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wird später noch recherchiert. Und zeig mal her, beste Schwertkämpfer. Süße HP-Balken. Warte mal, ich will die gleichzeitig hitten. Aua. Ich hab euch. Boom. Und jetzt noch einmal normal hitten. Aua. Mit seinem Mini-Dolch. Sanduryu. Zack. Boah. Der Damage. Wow. Kann ich nochmal? Oder habe ich nicht genug Ausdauer? Oh Gott, ist ja gut. Ich kann nochmal. Scheiße, ich habe mal getroffen. Kurz ausruhen. Ruffy. Dich mache ich kalt. Gear 2. Ach komm, ich hab mich hinter dich teleportiert. Lass mich erzählen. Bam! Oh, schon vorbei. Schade. Ich verstehe nicht, warum die erste Ulti stärker ist als die zweite. Ich meine, wahrscheinlich, weil die höher gelevelt ist, aber so viel stärker? Das kann doch gar nicht sein. Ja, das wird dir mal schmecken. Oh, das stimmt, diesmal gibt es zwei Schatzkisten. Gutes Zeichen. Okay, mein, kein neues. Ich freue mich gar nicht, dass sich das upgradet. Ich will nicht noch mehr Fertigkeiten. Naja, wir sind die Besten. Wir sind crazy. Oh, geil. Kurze Lehrstunde. Yeah! Hat Gabriel wohl noch nie drüber nachgedacht. Einen eigenen Traum zu haben. So, da sind wir wieder. Gib mir meinen Schatz. Ich will mein Geld. Meine Belohnung. Ach shit, der hat bestimmt gerade gesagt, wo das ist. Die Hauptfabrik? Stecker? Klimataktschock-Reparat. Was meint er denn mit Hauptfabrik? Was ist das da hinten? Nee. Ist bestimmt im Keller. Ich hab's auch zwei Räume, die zu waren. Jawohl! Geil! Sogar mit der Flagge, mit dem Jolly Roger. Okay, screen up. Die Fallen will ich nicht bauen. Noch nicht. Materialsverschwendung. Das ist cool. Ofen, Schrott, Pläne.
Aber wo sind meine Kisten? Hallo? Komme ich denn jetzt raus? Ah, nee. Warum klettert er denn automatisch wieder nach ganz unten? Hier ist die coole Burst-Maschine. Komme ich jetzt raus? Ach, das ist die Hintertür vom Aquarium. Verstehe, verstehe. Aber wo ist mein Schatz? Hab ich nicht aufgepasst. Ah, ich habe mich einfach nur umdrehen müssen. Goldene Kugel, wichtig. Gefällt mir. Ja, toll, das habe ich ja schon 10 Mal oder so. Egal, goldene Kugel ist... Freue ich mich. Gutes Item. Oh, ich kann eine Salzkugel machen. Gegen Zombies. Stimmt, ich kann jetzt zur nächsten Insel. Da gibt's ja nichts mehr. Fürs Erste. Nimm ich mit. Ich will ausprobieren. Ich muss lagern. Boah, wo fange ich denn an? Bambus. Eier. Kokosnuss. Goldene Frucht. Salzzeug. Feuerzeug. Stein. Lehm. Das behalte ich mal da. Was war das denn? Da. Die Käfer nehme ich ins Lager. Okay, wenn ich jetzt die Fische alle noch ins Aquarium stecke, dann müsste das eigentlich passen. Sollte das eigentlich kein Problem sein. Auch wenn Muscheln im Aquarium eigentlich echt low sind. Alles klar. Dann geht's jetzt zur nächsten Insel. Es geht deutlich schneller. Dadurch, dass man halt viel mehr zum Backtracken hat. Gab's ja so viele Wege noch, wo ich nicht lang konnte. Oh ne, 81% schon. So viel ist da gar nicht mehr. Aber bei der ersten ist auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob ich bei der ersten Insel erstmal zurückschauen soll. Weil jetzt habe ich ja... Ah, da muss ich Marmor für holen. Ja, mache ich irgendwann anders. Wir gehen jetzt zur Moorinsel. Die sieht ja richtig kacke aus. Aber ich freue mich trotzdem. Weil an sich passt mir nur das Aussehen von der Insel nicht. Ich glaube, an sich ist die ganz cool. Das Thema Träume wird noch weiter ausgebaut. Karte der Welt. Er will ein toller Krieger werden. Traumschiff. All Blue. Oh shit, das habe ich jetzt verkackt. Beste Schwertkämpfer. Weltgeschichte. Piratenkönig, logisch. Ich habe keinen Traum. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ein Traum zu finden ist ein Traum? Nein. Traurige Ausrede. Ich will einen Traum finden. Niemand jemals. Richtig modrig und kacke. Oh, aber groß. Ja, legen wir an. Abfahrt. Keine Zeit verschwenden. Jetzt kommt wieder coole Kamerafahrt. Oh ja, richtig einödig und kacke. Richtig trist und grau. Oh, die Blume haben wir schon gesehen. Es regnet auch noch, oh Mann. Sumpf. Stimmt, Sumpf. Schneller, schneller, schneller. Ich will spielen. Ich will spielen. Let's go. Ein Schatten regt sich im Nebel. Oh, sorry. Goethe. Die Musik ist aber cool. So mysteriös. Und der Dreck, der ist hinter... Oh, pff, ein Ritter? Ein Zombie-Ritter.
den kann ich mich sowas von nicht erinnern. Der sieht episch aus. Dem kann ich aber schon was Gutes abzwacken. Komm mal her. Eine braune Frucht. Boah. Ganz okay. Lass mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ulti! Für die Zombies ein One-Hit. Für ihn nicht. Wann bricht denn sein Schild? Ah. Er stirbt einfach, bevor sein Schild brechen kann. Die habe ich nicht vermisst. Jumbe! Und bam! Die droppen auch immer noch Pilze. Hat sich auch nichts geändert. Nervensäge. Bin ich auf Nerv. Boah, Level 10. Progress. Wie viel Leben hat dieser eine Zombie? Wollte schon sagen. Hat wirklich lange gedauert. Was habe ich denn jetzt? Kohle? Verbesserte Bomben. Interessant. Was zur Hölle? Ich wurde eingeschläfert. Wie random. Oh, relativ tief ins Wasser. Zack. Ich krieg das links. Was ist das denn? Hier kommen überall Pflanzen aus dem Boden. Das, was ich alles vergisst. Oh, nicht die kleinen Typen schon wieder. Die mag ich auch nicht. Mein Kampf euch unterbrochen. Wegen dir krieg ich jetzt keinen Pilz. Penner. Und er stirbt auch nicht. Wie verteilt. Stirb. Der will ins Wasser geschlagen werden. Bam. Oh, wenn ich schon dabei bin, Kampfrosche zu entwickeln, dann hole ich mir jetzt schön drei Pilze ab. Und zwar auf die harte Tour. Was? Nein, der ist gerade abgeklungen. Ey, genau in der Sekunde, wo ich geschlagen habe. Okay. Bisher nichts Auffälliges gesehen. Bis auf diese komischen Blumen, die auf dem Boden rauskommen. Oh, das ist ein goldener Pilz. Der sieht cool aus. Oh, das ist eine Kiste. Das ist was Besonderes, das habe ich gesucht. Zack. Junge, erschreck mich nicht so. Ich merke schon, du willst die harte Tour. Jetzt pinn den doch an. Ich brech dein Schild noch. Jawohl. Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Bam! Und nochmal zack. Und nochmal bam. Junge, wie viel Leben? Oha! Unsterblich. Nur weil er eine Rüstung trägt. Jetzt? Jawohl. Halbe Stunde auf den eingedrescht. Hä? Ich komme nicht rüber. Ha, oder komme ich rüber?
Ah ne, das ist kein Übergang. Ich dachte, ich könnte mit Brooke rüberrennen. Aber da außen sieht es ein bisschen so aus, als könnte ich das. Wenn ich mit Brooke nur ein bisschen mehr Ausdauer hätte. Ich bin nur zu faul, dem jetzt etwas zu geben. Ich probiere es mal kurz aus, wie weit ich kommen würde. Es ist eine unsichtbare Wand. Ich komme nicht weiter. Voice Crack. Schade. Dann den Weg einmal zurück. Oh, den Pilz habe ich eben nicht gesehen. Wieso spawnt hier alles neu? Ich habe doch eben alles platt gemacht. Ne, nicht du schon wieder. Geh weg. Oh nö, ich schon wieder ein Ritter. Warten, 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 warten. Ulti! Einen Trank zische ich mir. Kann ich nämlich direkt nochmal eine Ulti machen. Shit, ich glaube, ich treffe den gar nicht. Habe ich ihn getroffen? Ja, habe ich. Oh, auch so. Gib her. Kann ich direkt nochmal machen. Jawohl. Nein, ich wurde eingeschläfert. Oh, und meine SP sind weg. Diese Pflanze ist das Böse. Oha. Wie stark. Kartenfragment. Aber das ist, ich sehe gar nichts. Damit kann ich nicht mal auf was schließen. Mal Kohle. Ist das ein Schmetterling? Was ist das da hinten? Das ist eine Wolke. Was zur Hölle bist du? Ich kann es nicht einfangen. Was ist das? Oh. Schade, Fangnetz kaputt. Mein Gott. Wo fliegt denn der Schwebegeist? Oh, da ist schon der Schein. Für diese Area hier. Zeig mal her. Oh, Süßigkeit mit Sumpffrüchten. Was? Habe ich dieses Rezept jemals schon mal eingesammelt? Nektar kann ich hier gut verballern. Gibt's ja viel. Pilze gibt es ja auch gut was. Steine eher weniger. Aber Eisenschrott dafür, aber ich will den eigentlich nicht benutzen. Die Kugel muss jetzt dran glauben. Na komm, dann schieße ich da meinen kompletten Rest rein. Heilungskräutern. Ich muss sowieso nochmal zurück. Ich weiß nicht, was das für eine Süßigkeit sein soll, von der hier geredet wird. Ich meine, ich war bei einer kompletten Stelle noch nicht. Vielleicht wird meine Frage sich... Oh, die respawnen die Büsche. Das ist neu. Gutes Feature, gefällt mir. Was ist das für ein lilanes Zeug? Das war was, was ich fangen hätte können. Da fliegt es gerade oben rechts. Ein Falter, irgendwas. Bam. Hier kann eine Brücke hin. Das heißt, ich muss nochmal zurück auf die andere Insel, um da Marmor zu holen. Och man. Immer wieder dasselbe. Bloß weg. Einschläfernes Biest. Aber da kann ich doch theoretisch einfach rüberrennen. Ach komm schon. Na toll. Hoppa.
Kurz zurück zu Sunny. Ich muss mal überlegen. Ich baue erstmal Bomben. Zeig mal her. Ey, was kann ich jetzt damit? Gar nichts. Cool. Es ärgert mich, dass ich den Schmetterling oder was es war nicht bekommen habe. Oh, ich kann Zuckerwatte machen. Jo! Chopper kriegt das jetzt einfach so einen 100% Bonus. Nee. Obwohl doch, bei SP ziemlich viel. So. Die 1000 TP schon fast erreicht. Cool. Alles klar. Ich glaube aber, ich mache hier schon Schluss. Dann geht es da beim nächsten Mal weiter. Da könnte ich die Insel beim nächsten Part sogar komplett abschließen. Also ist irgendwie ein bisschen doof strukturiert. Ich wusste nicht, dass die Erinnerungsinsel jetzt so schnell vorbei ist. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Like und Abo dalassen und tschüss.